Hallo, hier ist Tim Sowat und dieses Video ist mal wieder richtig Back to the Roots, denn es geht um die Tyranniden. Also Warhammer 40k Thema, Schwarmflotte der Tyranniden, der neue Codex, die Armee, das Tabletop Game, was ich ja schon länger jetzt vernachlässigt habe, aber was ursprünglich mal der einzige Content meines Kanals war. Also ja, da wollte ich, so wie hier jetzt, Videoaufnahmen von mir machen, euch aus diesen Büchern erzählen, meine Gedanken dazu mitteilen. Und es ging nur um die Tyranniden und ja, jetzt geht's fast nur noch um Sammelkartenspiele. Und hier und da mal Pokémon und so. Ich habe den jetzt seit 2 Wochen in meinem Besitz und kann nicht anders, als mal wieder ein Video drüber zu machen. Habe jetzt auch ein neues Intro dafür extra gemacht. Mit auch so ein bisschen meinen neuen Soundfähigkeiten und sowas. Das ist eigentlich ganz cool. Und ja, kann es kaum erwarten, jetzt mal wieder ein bisschen mehr ins Thema Warhammer 40k einzutauchen. Freue mich auch schon richtig darauf, wenn dann irgendwann die Commander-Decks für Magic the Gathering dann rauskommen. Aber dazu dann später. Hier wird es jetzt auf jeden Fall um meine Lieblingsarmee schon immer gehen. Monster, die aussehen wie Insekten gekreuzt mit Dinosauriern und so weiter und so fort. Ein wirklich schrecklicher Schwarm, der vielen hoffentlich auf dem Spielfeld das fürchten wird. So. Ja, wir fangen direkt mal an mit dem Codex. Bin mir sehr gespannt, ob ein paar meiner ganz alten Abonnenten sich das jetzt hier angucken. Das wäre irgendwie lustig zu sehen. Oder ob jetzt die neuen Abonnenten sagen, so ja, was ist das hier? Guck mal rein. Okay, also, dieser Codex ist wieder sehr schön aufgebaut. Viele Bilder, viel Text auch. Also das nennt man immer den Fluff, also die Hintergrundgeschichte der Tyranniden. Und den Crunch, das sind die Regeln, mit denen man dann tatsächlich auch spielt. Also Warhammer 40k ist auch ein sehr umfangreiches Spiel mit sehr vielen Regeln. Genau wie in Magic kann man da so einiges immer noch dazulernen. Und man kann auch niemals alle Fraktionen kennen, niemals alle Modelle. Und du kennst meistens nur deine eigene Armee. Und klar, was auf Turnieren gespielt wird, kennst du dann meistens. Aber darum geht es jetzt auch gar nicht groß, hier Turnierspiele oder sowas. Ich will einfach nur ein bisschen wieder allgemein das Hobby eintauchen, weil es einfach Riesenspaß ist. So, also, eben schon kurz erwähnt, die Fluff-Sektion, die ist wieder sehr gut, finde ich. Manche meinten, die im Internet habe ich da gelesen, dass sie die ein bisschen langweilig fanden oder dass es nichts viel Neues gab. Das ist ja immer dieses so, im Fluff-Segment hier im Codex können sie auch die Geschichte der Fraktion weiterentwickeln, weil Spacewinds hat sich ja ganz viel getan bei Chaos in den letzten Jahren. Und bei den Tyranniden halt nicht ganz so viel. Also die ganz alte Geschichte mit der Schwarmflotte Behemoth und Tyran und Magrek und mit Kraken und was jetzt mit Leviathan ist und sowas, das ist alles auch noch ein bisschen gekürzt worden. Das Allgemeine mit dem Schatten im Warp und wie die Welt eingenommen und dann aufgesaugt wird, ihres ganzen Lebens beraubt wird von den Tyranniden-Schwärmen, das haben sie ein bisschen näher beleuchtet, so wie auch die Waffen und ein, wie ich finde, ganz witziges Kapitel über den Parasit von Mortrex, wo halt ein Xenobiologes, halt ein Forscher des Imperiums, halt ein Xenos-Forscher, halt sich diesen Organismus anguckt, der immer auf dem Schlachtfeld eingesammelt wurde und dann halt sagen soll, so, ja, was sind so dessen Merkmale und vor allem, was sind seine Schwächen, die man dann ausnutzen kann. Und der sagt halt einfach so, ja, das Ding widerspricht jeglicher Logik, wir können eigentlich nur sagen, dass man dagegen Kugeln einsetzt, so wie bei Ernst auch. So. Das ist eine witzige kleine Geschichte oder auch andere kleine Fluff-Geschichten, so wie verzweifelte imperiale Soldaten halt gegen die Tyranniden kämpfen. Und dann sieht man nochmal so richtig den Schrecken da vorne. Finde ich eigentlich ganz gut. So, ja, und dann auch noch zu den ganzen Schwarmflotten, wobei am interessantesten noch Kronos und Tiamat sind, die ja auch im letzten Codex ein bisschen einen Auftritt hatten. Kronos, ja, die gezielt gegen Chaosdämonen vorgeht und Tiamat, die irgendwie sich ganz heimlich auf irgendeinem Planeten irgendwas baut und den nur defensiv verteidigt, was auch irgendwie merkwürdig ist, aber ja. Also dazu gibt es leider nichts weiter. Man weiß nicht, was ist da jetzt genau passiert. Genau. Einziges neues Modell in diesem Codex ist jetzt der Parasit von Mortrex hier, der parallel dazu rausgekommen ist. Den gab es allerdings schon in der 5. Edition und der hat da auch ziemlich ähnlich funktioniert. Das ist halt so ein kleinerer Flieger oder Tyranniden-Kriegergröße, der halt seinen Opfern Eier von Absorberschwärmen implantiert.
Und die werden dann, wenn man gut würfelt, halt dann ausgebrütet und dann kriegt man auch dadurch Absorberschwarm-Einheiten aufs Spielfeld, die dann auch nicht zu den Punktkosten zählen und halt Bonus sind. Ja, ich habe davon einen eigenen Baum hier mal gemacht, den werde ich vielleicht in einem späteren Video noch zeigen. Oder ihr könnt ihn in einem meiner ganz alten Videos auch noch sehen wahrscheinlich. Und den hat man damals schon nicht so oft gespielt, war halt sehr fragil, war halt eher so eine witzige Fluff-Einheit. Und so sehe ich ihn jetzt mittlerweile auch eher so. Es ist halt so ein witziges Element für so Storyspiele, aber ich glaube nicht, dass er so gut in Turnieren ist, aber kann mich auch gerne dabei irren. Genau, also hier, da seht ihr die ganzen Schwarmflotte Leviathan-Sachen. Das sind dieselben Bilder, die es schon gibt, quasi seit ich damals angefangen habe, quasi, obwohl die beiden Modelle auch ein bisschen neuer sind. Das sind die ganz coolen, monströsen Kreaturen, die man bei den Tyranniden ja immer so baut. Und ja, dann gehen wir auch mal direkt in die Regelsektion. Ich gebe auch zu, als ich den Kodex zuerst mal gelesen habe, wollte ich auch direkt zu den Regeln springen und habe den Fluff so ein bisschen übersprungen. Es gibt hier auch Kampagnenregeln, die habe ich noch überhaupt nicht gelesen, weil ich auch jetzt erstmal nur vorhabe, einzelne Spiele mit denen zu spielen und nicht gleich eine Kampagne zu starten und dann diese eigenen Kampagnenregeln für Tyranniden anzuwenden. Aber ja, das kommt dann auch irgendwann. Nee, aber ich muss das mir auch noch mehrfach durchlesen, noch ein bisschen mehr reinkommen. Aber nach dem ersten Durchlesen, wofür ich jetzt auch dieses Video hier mache, sind mir schon so ein paar Sachen aufgefallen, die ich ziemlich cool finde. Und ich werde dann wahrscheinlich in einem späteren Video dann mal Listen, also so kleinere Listen vorstellen, was ich mir dabei gedacht habe von Tyranniden, also 1000 oder 1500 Punkte nur, weil das sind so die Spiele, die wir momentan spielen. Ich habe Kumpels, die haben Adeptus Soritas, Space Marines, Skitarii und auch eine kleine Einheit Tau mittlerweile. Und das spielen wir meistens so 1000 Punkte Spiele oder allerhöchstens 1500. Und ich mit meinen 10.000 Punkte Tyranniden oder jetzt mittlerweile sogar wahrscheinlich noch mehr, guck dann halt immer, was aus meiner großen Sammlung ich dann dafür nehme. Also, was immer noch ein sehr großes Thema ist, auch schon seit den letzten Kodexen, ist, dass du halt deine Schwarmflotte wählst. Und jede Schwarmflotte ist so ein bisschen spezialisiert auf das, was sie tut. Schwarmflotte Behemoth ist heftig im Nahkampf. Schwarmflotte Kraken kann sich schnell bewegen. Schwarmflotte Leviathan ist ein ziemlich guter Allrounder, wie ich jetzt schon gelesen habe in dieser Edition. Die können halt ja, ein bisschen defensiver gespielt werden, aber also die können sich besser anpassen. Die können mal defensiv, mal aggressiv sein. Das ist schon ziemlich nice. Und jede Schwarmflotte hat halt auch so seine eigenen adaptiven Elemente gekriegt, die man aber auch noch während der Schlacht ändern kann. Das ist alles was, was ich mal im Spiel dann auch probieren muss. Die haben eine eigene Psi-Kraft, ein eigenes Bio-Artefakt, also so eine Reliquie. Da kannst du schon so einige Schwarmflotten hier drin, aber du kannst dir halt auch so ein bisschen deine eigene bauen, indem du sagst, ja, meinst du zum Beispiel eine Splitterflotte von Kraken im Fluff und dann nehme ich Kraken als Basis und baue das mir so ein bisschen selber um dabei. Genau, Leviathan ist halt gut, weil die Würfe wiederholen können, die können ihre Synapse verstärken. Dann gibt es noch Gorgon, die sind wie immer so auf Gift- und Toxindrüsen sehr eingeschlossen, oder Jormungandr, die halt dieses mit dem Tunnel oft machen, so als Trigon, Morgon und Venatoren. Aus deren Tunnelnetzwerken dann auch andere Einheiten dann kommen oder Kronos, die immer noch sehr gut schießen können. Das habe ich gerne mal benutzt in der 8. Edition, dass ich mir eine Kronos-Liste gemacht habe, weil die halt auch Trefferwürfe beim Schießen wiederholen durften oder besser geschossen haben dann. Genau, hier können sie auch ihre Stärke erhöhen dann. Das ist immer gut beim Schießen. Sie können ihren Durchschlag erhöhen und das sind halt echt gute Sachen. Ja, Hydra gab es dann auch noch, die sind auch ein bisschen vielseitiger. Und dann gab es noch den. Ja, dann gibt es noch die Biomorphologien und da kann man dann, je nachdem, das ist immer ganz interessant, dann kannst du am Anfang sehen, gegen was spiele ich jetzt und was brauche ich jetzt und dann kannst du das noch ein bisschen anpassen. So, entweder dass du dann mehr auf Nahkampf gehst oder mehr auf Defensiv oder das ist ja jetzt auch so, ich habe bisher ein paar Spiele gemacht in der neuen Edition und es ist ja jetzt viel so, dass du auch auf Missionsziele gehen musst und halt Punkte sammelst während des Spiels und das ist schon wichtig, dann auch einen Plan zu haben vorher. Das letzte Spiel, was ich gespielt habe, hatte ich den Plan, meinen Gegner komplett zu vernichten, was ich auch geschafft habe mit einer richtig heftigen Ballerliste. Aber ich habe halt mich nur darauf konzentriert während des Spiels und nicht darauf, die Punkte zu kriegen, also die Missionsziele zu halten. Und deswegen hat mein Gegner mich haushoch besiegt von den Punkten her, obwohl ich ihn getabelt habe, also komplett ausgelöscht habe in dem Spiel. Das war irgendwie lustig. So, also für mich der persönliche Sieg, ihn komplett auszulöschen, hatte ich geschafft. Aber ja, die Punkte, wie das Spiel eigentlich funktioniert, habe ich komplett vernachlässigt. Und da muss ich mich jetzt. Das muss ich ein bisschen mehr noch in mein Mindset kriegen. Und ja, wir gehen wahrscheinlich dann auch nicht auf Turniere in nächster Zeit. Aber also dieses
bisschen mehr reinkriegen, wie das Spiel jetzt funktioniert in der neunten Edition. Und dann gibt es halt noch diese Gefechtsoptionen, die ja auch jetzt ein großes Ding sind, wo du ja deine Befehlspunkte für ausgibst. Die Befehlsphase ist ja jetzt mega wichtig, auch in der neunten. Und darf man immer nicht vergessen, dass man da alles macht, was man machen will. Am besten schreibt man sich vorher schon immer in so einer Liste auf, so ja, diese Strategie verfolge ich. Also das stelle ich da und da zusammen und dann mache ich den Befehl und dann mache ich den Befehl und dann mache ich den Befehl und dann haben sie den und den Buff und dann sind sie gut. So, und dann musst du aber in deinem Kopf haben, so ja, das und das alles musst du jetzt machen in der Befehlsphase. Aber dann auch wiederum, wenn der Gegner irgendwas macht, was deine Strategie durcheinander bringt, dann wieder darauf zu reagieren. Das ist gerade so der Casus Knaxus in Warhammer 40k, dass du das halt so in den Kopf kriegst und halt dieses Adaptieren und so. Und das ist halt was, wofür man viel spielen muss, sodass man das halt drauf kriegt. Halt auch diese vielseitigen Gefechtsoptionen am richtigen Zeitpunkt einzusetzen, ist halt echt richtig, das ist richtig können dann. Und deswegen, also ich werde mir wahrscheinlich erstmal nur einzelne von diesen halt für bestimmte Strategien rausschreiben und ja, dann benutze ich das und das. Und was ich sehr cool finde, jetzt ist eine adaptive Physiologie, die halt auf monströse Kreaturen, also Monster mit dem Stichwort, das heißt jetzt nicht mehr monströse Kreatur wie früher in der 5. oder 6., das muss ich auch noch aus meinem Kopf kriegen, das heißt, jetzt haben die ja andere Schlüsselwörter, wie es immer so schön heißt, Infanterie, Monster, Charaktermodell und so weiter. Und Monster können halt jetzt diese adaptive Physiologie haben und da gibt es eine, die finde ich richtig geil, du kannst deinem Modell einen Rettungswurf von 4+ geben. Das heißt, ich kann meinem Trigon, was ja früher in der 5. so ein absolutes Lieblingsmodell war, das ich gerne mal wieder spielen will, was ich auch halt in gut sehen will, dann kann ich einen 4+ Rettungswurf kaufen. Und da denke ich mir so, ja geil, auf dem Tervigon ist das natürlich auch mega cool. Oder vielleicht auch auf bestimmten Carnifexen oder sowas wie dem Exocrine. Das ist natürlich auch sehr witzig. Und da will ich jetzt, eine meiner ersten Listenideen ist tatsächlich, weil es gibt noch andere Möglichkeiten hier das zu machen, eine Rettungswurf Liste zu machen, wo fast alles Rettungswürfe hat, also dann auch mit viel Zoantrophen und so, die auch jetzt, die haben so eine Synapsenfähigkeit, dass sie quasi ihren Warpschild erweitern können und dann auch allem Umkreis einen Rettungswurf geben, das finde ich richtig cool. Sibionten haben ja auch Rettungswürfe und sowas. Und dass man da so eine Liste macht, wo alles einen Rettungswurf hat, das würde ich gerne mal ausprobieren, werde ich dann mal zeigen. Man kann machen, dass sie im Nahkampf besser sind, im Fernkampf besser sind. Du kannst einen Carnifex mit der synaptischen Erweiterung zu einem Synapsen-Carnifex machen, das ist auch sehr cool. Das ist halt so dieses auch, wie es früher fast in der dritten war, so wo man dann dem Carnifex alles Mögliche geben konnte. Das war richtig lustig. So, dann konnte der diese Sensoren kriegen, dass er Synapse ist, er kann Bioplasma kriegen, er kann eher so Dornrücken kriegen, dass er besser irgendwie anstürmt oder besser schießt oder so. Das ist halt, das finde ich richtig cool. So, dass dieses mit den Modellen richtig spielen und sich genau das zusammenzüchten, was man gerade haben will, das ist richtig nice. Ja, genauso mit den Begabungen des Kriegsherrn. Ich glaube, da hat sich nicht so viel getan. Vielleicht sind ein paar ein bisschen besser geworden. Auch die Psi-Kräfte des Schwarmbewusstseins. Am besten ist auf jeden Fall immer noch der Katalyst, weil der gibt dieses klassische Feel No Pain oder auch gegen tödliche Verwundungen, wo auch einige Modelle hier einiges machen können. Das finde ich auch cool. Also Katalyst ist immer noch das, was du am meisten, castest und dann halt Debuffs auf deine Gegner, die halt ihre Trefferwürfe verschlechtern oder ihren Fernkampf hauptsächlich und sowas. Das ist das, was man hauptsächlich macht. Und, hier ist auch noch viel so, wie es früher war, glaube ich. Dann jetzt auch die Reliquien, da gibt es ein paar, die sind richtig nice. Wo ich auch mir so denke, so ja, probiert man mal aus. So. Also ich gehe jetzt hier nicht auf jede einzelne ein, aber es gibt halt welche, die zu richtigen Nahkampfmonstern machen. Es gibt welche, die auch ihren Widerstandswert erhöhen können. Der Imgar-Faktor ist, finde ich, auch sehr interessant. Genau, es gibt eine, da kann man gegnerischen Einheiten ein Missionsziel gesichert abnehmen. Das ist auch sehr interessant. Also ich weiß nicht, also das ist das erste Mal, dass ich das jetzt hier gesehen habe. Es kann sein, dass das andere Armeen in anderen Kodexen auch haben. Aber es ist jetzt halt so der erste richtige 9. Edition-Kodex, den ich hier lese. Deswegen, ja, kommt mir vieles halt richtig geil vor. Und es kann sein, dass andere das auch schon haben. Aber ich habe auch gehört, der Kodex soll gar nicht so schlecht sein. Aber immer noch fair. Also der muss irgendwie nicht genervt werden oder sowas. Aber der ist schon ganz brauchbar. Sekundäre Missionsziele sind hier ganz wichtig, auch für das ausgewogene Spiel. Dann die Kreuzzugsregeln, die habe ich jetzt bisher übersprungen. Dann kommen wir hier zur sehr wichtigen Allgemeinregel, und zwar das mit der Synapse. Synapse ist immer noch, dass die Moralwerttests automatisch bestehen, aber man muss darauf achten, dass es nur in 6 Zoll um dein Modell ist. Also ich denke mal, es wird jetzt auch viel so dieses
was früher hieß Todessterne geben, so halt Modelle nah aneinander hast, damit sie halt auch von ihren Auren, wie es so schön heißt, oder jetzt hier auch von der Synapse profitieren. Aber ich hatte ja schon gesagt, es gibt so eine Synapsenfähigkeit wie von den Zoanthropen. Diese kann man stacken, so wie hier, indem du eine Line oder eine Conga, wie es früher hieß, oder halt eine Anordnung von deinen Synapsenkreaturen machst. Und dann kannst du, wenn die alle so um 12 Zoll umeinander sind, Modellen, die eigentlich viel zu weit weg sind für deine Synapsenfähigkeit, die du einsetzen willst, kannst du denen das trotzdem geben, indem du quasi über die anderen Synapsenkreaturen darüber springst. Das ist ganz cool gemacht, finde ich. Und ist auch sowas, was man im Spiel nochmal sehen muss, wie sich das dann letztendlich auswirkt dann, aber finde ich sehr interessant. Also ich denke, man wird auch viele Synapsenkreaturen spielen jetzt in der neuen Edition, damit man sowas halt oft einsetzen kann. Wimmelnde Massen ist auch sehr interessant, dass halt du, wie du deine Hormaganten und Termaganten an die Gegner dann im Nahkampf aufstellst, ist ein bisschen einfacher, weil sie sich auch im Nahkampf befinden beim Gegner, wenn sie sich innerhalb von 2,5 Zoll um sie befinden. Das ist, finde ich, sehr gut gemacht, das finde ich sehr gut gelöst, weil das ist bei Hormaganten echt teilweise schwierig, da alle so ranzuquetschen. Genau, dann haben wir die synaptischen Imperativfähigkeiten. Das ist was für mich komplett Neues irgendwie. Ich weiß nicht, ob das jetzt generell komplett neu ist, weil ich bin noch nicht so wirklich ich bin nicht wirklich in diesen Sonderregeln drin gewesen von Baal und wie sie alle jetzt hießen und was es sonst noch so gab. Das ist jetzt ein komplettes Revamp. Alles, was vorher gab, gilt ja jetzt quasi nicht mehr für die Tyranniden und das ist jetzt das, was gilt. Und ich bin auch jetzt immer nicht so up to date, was Erweiterungen angeht, aber ich versuche es jetzt mal wieder ein bisschen mehr zu sein. Und da haben wir halt, was ich sehr cool finde, von den Zoanthropen, den Warp Shield, dass Monstermodelle einen 4+-Rettungswurf kriegen in diesen Synapsenfeld dann. 6 Zoll um das Modell und anderen Modelle 5+. Finde ich sehr gut gemacht. Und andere können dann halt so Sachen machen wie das mit dem Todeskampf auslösen machen. Das kann das Alpha-Trigon, und finde ich irgendwie lustig. Das ist dann irgendwie so eine Kamikaze-Einheit. Oder halt, dass der Nahkampf besser reinhaut, der Charge besser läuft. Oder ja, finde ich alles sehr gut. Muss man auch vielleicht mal genauer darauf eingehen und das dann auch in der Liste oder im Spiel dann irgendwie sehen. Also ich denke mal, ich werde jetzt nicht irgendwie so alles hier irgendwie runterbeten in weiteren Videos, sondern wirklich gezielt auf einer Liste erzählen, was ist die Fähigkeit, die ich hier einsetze, was ist der Befehl, was ist die Gefechtsoption und das dann da genauer erklären. Ja. Was ich sehr interessant finde, geflügelter Schwarmtyrant oder Schwarmtyranten allgemein haben keine Neuralfresser mehr. Also der klassische Bild von früher, was man ewig gespielt hat, seit der 5. Edition, glaube ich schon, hast du das gespielt. Ein Schwarmtyrant mit 2 synchronisierten oder mittlerweile 4 Neuralfressern, damit der halt damals 12 Schuss mit Wiederholen und dann irgendwann mal 24 Schuss hatte, Stärke 6 und dann halt richtig gut schießen kann und richtig schnell ist. Das geht nicht mehr. Der Schwarmtyrant kann keine Neuralfresser mehr haben. Was ich allerdings nicht schlecht finde. Das hat man echt viel zu lang so gesehen. Dafür kann er immer noch seine Biozidkanone, seine Schwere haben oder die Dawnburger-Kanone. Was ich sehr, sehr gut finde, weil der allererste Schwarmtyrant, den ich mir damals zusammengebaut habe, der hat eine Biozidkanone. Und das macht ihn jetzt halt so viel sinnvoller. Also, das Modell hat man so lange nicht ausgepackt, aber jetzt, wenn ich so einen laufenden Schwarmtyrant mit einer Biozidkanone haben will, kann ich mein richtig altes Modell auspacken. Finde ich richtig nice. Ja, es gibt immer noch im HQ Symbiarch, Neurotroph, Alpha-Krieger. Da hat sich auch jetzt nicht so viel getan. Ich glaube, der Neurotroph soll immer noch so ein bisschen dieses abgeschwächte Nemesis von Malantai sein, weil er sich jetzt auch wieder Leben holen kann, indem er gegnerischen Modellen Leben klaut. Er ist interessanterweise der Einzige, der jetzt einen 3+-Rettungswurf hat. Alles andere hat einen 4+-Rettungswurf. Selbst die normalen Zoanthropen mit ihrem Warp-Schild. Die hatten früher immer einen von 3+, was sie jetzt etwas fragiler macht, aber ich muss mir ja auch noch ein bisschen mehr in die Deckungsregeln und sowas halt dann reinfuchsen. Oder gucken, was Toxotrophen dann auch noch so machen in der Hinsicht. Das mit dem erstmal, dass schlechter getroffen wird, ist, glaube ich, immer noch so ein Ding und das finde ich halt ziemlich gut. Und da kann man vielleicht eine Kombination aus Zoanthropen und Toxotrophen dann gut machen. Dann ganz gut machen. Alpha Trigon ist jetzt im HQ, finde ich sehr lustig. Tervigon, ja, es war schon immer im HQ. Kann jetzt auch nicht mehr ins Standard gehen, was ja damals in der 5. echt lächerlich gut war. Genau, ein Auge ist immer noch so ein. Ein Auge ist ziemlich teuer von den Punkten her, aber es ist halt auch eine Nahkampfmaschine.
kannst die 8 Zoll bewegen, hat einen 2+ Rüstungswurf gekriegt, also die Rüstungswürfe sind teilweise echt gut geworden. Terrigon hat auch einen 2+ Rüstungswurf, finde ich schon richtig, richtig nice. Da muss man echt immer nochmal genauer gucken, dann so, also wenn man jetzt so einfach anfängt zu spielen, ein Terrigon, ja, früher 6, konnte ich das 6 Zoll bewegen, hat einen 3+ Rüstungswurf und Stärke 6, Widerstand 6, nee, geh lieber nochmal rein und guck nach, aber es war ja auch schon im letzten Codex in der 8. Edition dann so, ja, 8 Zoll Bewegung, bei vollen Lebenspunkten wohlgemerkt, 17 Lebenspunkte. Sobald es 8 Lebenspunkte hat, also unter die Hälfte, dann wird das alles auch ein bisschen schwächer. Aber es hat einen 2+ Rüstungswurf, ja, hat Stärke 7, Widerstand 8. Und das ist eine sehr coole Fähigkeit von dem ist Fleischwand. Und zwar, solange man Termaganten-Einheiten immer von 1 Zoll um ihn hat und das 15 oder mehr Modelle sind, kann der Gegner nicht auf den Terrigon schießen. Finde ich richtig gut. Werde ich auf jeden Fall mal auch ausprobieren. Ja, genau. Dann der Alpha Trigon. Beim Trigon und im Alpha Trigon finde ich so geil. Die haben eine Regel gekriegt, Schlangenwindung. Und das ist das bei jedem Nahkampf gegen sie. Wäre schön, wenn es auch beim Fernkampf wäre, aber ist leider nicht. Nur beim Nahkampf ein zum Trefferwurf gegen sie abgezogen wird. Und das ist halt was, wo ich mir denke, ja, das ist so gut, weil früher in der 5. Edition war das ja noch so, oder auch in der 6., dass du Kampfgeschick verglichen hast mit deinem Gegner. Zum Beispiel gab es dann da gab es die Lettis Hesperax und den Schwarmherrscher, die hatten Kampfgeschick von 9 oder 10. Das war so das Allerhöchste, was man an Kampfgeschick haben konnte. Das hieß damals, dass Space Marines mit ihrem Kampfgeschick 4 sie nur auf 6 treffen konnten, weil das mehr als doppelt so hoch war, wie das Kampfgeschick von einem normalen Space Marine. Und ein Trigon hatte ein Kampfgeschick von 5, was ein höher war als vom normalen Space Marine. Deswegen Space Marines sie nur auf 5 getroffen haben. Und das Trigon sie wiederum auf 3+. Und klar, das mit dem Kampfgeschick 3+ ist jetzt immer noch so, auch wenn es schlechter wird, wenn das Trigon Lebenspunkte verliert. Aber dieses, dass so eine normale Einheit sie einfach schlechter trifft, um einen schlechter. Das, weil, was sie früher mit ihrem Kampfgeschick 5 ja hatten, das hatten sie jetzt die ganze Zeit nicht. Und deswegen kamen ja Trigons immer so schwach vor, auch im Nahkampf. Aber jetzt, mit diesen Schlangenwindungen, kommen sie mir wieder ein bisschen mehr vor, wie damals in der 5. Edition, als sie einfach geil waren und ich sie geliebt habe. Ich liebe es ja immer noch, so das Design und so, aber man hat sie einfach nicht mehr gespielt, weil sie so viele Punkte gekostet haben und dann jetzt nicht so viel gemacht haben. Und jetzt kommen sie mir wieder richtig geile Nahkampfmonster vor. Und ich will auf jeden Fall auch eine Nahkampfliste machen, wo ich auch einen Trigon 4+ Rettungswurf dann gebe mit dieser Physiologie. Und das will ich auf jeden Fall mal machen. Ich finde das so cool, dass du einfach mit deinem Lieblingsmodell wieder was machen kannst, indem du ihm halt so ein paar Upgrades kaufst. Und das sieht auch richtig nice aus. Also klar, der wird nie irgendwie richtig gut ballern können, aber man guckt, dass man ihn ja, vielleicht auch Adrenalindrüsen gibt, dass der Charge irgendwie leichter wird. Adrenalindrüsen finde ich jetzt auch richtig gut. Früher war das ja mit rasender Angriff, haben die gegeben. Und rasender Angriff hat in der ersten Angriffsphase +1 auf den Stärkewert gegeben. Und das war so dermaßen gut immer. Also +1 Stärke war immer ein dermaßen guter Buff, egal worum es geht. Und jetzt geben Adrenalindrüsen halt immer +1 Stärke und +1 Bewegung, 1 Zoll. Und deswegen habe ich vor, vielen Sachen Adrenalindrüsen zu geben. Das klingt halt richtig gut für mich. Was ich auch sehr interessant finde vom Trigon ist die Biostatik-Rassel. Zu Beginn der Nahkampfphase wählt man eine feindliche Einheit in Nahkampfreichweite um den Träger, wirft 3W6 und wenn das Ergebnis höher als deren Moralwert ist, dürfen sie nicht Trefferwürfe wiederholen und Verwundungswürfe wiederholen. Das heißt halt auch, wenn sie dann durch irgendwas gebufft werden, die Space Marines, die Primaris, durch ihren Captain oder was auch immer, gehen diese Buffs weg und das ist in manchen Nahkämpfen, denke ich mal, dermaßen wichtig. Also ich werde auf jeden Fall die Biostatik-Rassel auch ausprobieren gegen manche Gegner. Dann kommen wir mal zum Standard. Es gibt wieder Tyranniden-Krieger, Terminaten, Hormaganten, Gargoyle sind jetzt im Standard. Finde ich interessant, die waren früher in Sturm. Dafür sind die Symbionten nicht mehr im Standard, die sind jetzt in Elite. Genau, Elite ist ziemlich vollgepackt, ey. Toxokrin mit auch sehr coolen Waffen. Toxokrin, Tyrannenwache, Lictor, Todeshetzer. Die finde ich auch sehr interessant, die haben auch eine sehr coole Fähigkeit. Zum Beispiel hat Todeshetzer auch einen 4+ Rettungswurf. Mit ihren Kamelen stoppen und trotzdem wird noch was vom gegnerischen Trefferwurf abgezogen, wenn man auf sie schießt oder auch wenn man gegen sie kämpft. Sie können immer zuerst kämpfen in der Nahkampfphase, das finde ich auch dermaßen gut. Das ist so wichtig teilweise. Wenn es von Deckung profitiert, kann es nicht von Fernkampfattacken gewählt werden, wenn sich der Attackierende weiter als 12 Zoll entfernt befindet. Also Lictoren haben auch richtig geile Ringe gekriegt, die will ich auf jeden Fall wieder ausprobieren. Ich habe ja früher Malisten mit so viel Lictoren immer gespielt und das klingt ja richtig gut. Der Maliceptor soll ziemlich gut geworden sein, weil der einen Haufen tödliche Verwundungen raushauen kann und auch von sich aus einen 4+ Rettungswurf hat. Wo ich mir dann denke, okay, früher fand ich den echt nicht so gut, als er damals rauskam. Da habe ich mir den Toxokrin dann aus den
aus dem Bausatz zusammengebaut und nicht den Maliceptor. Aber jetzt, ich mir so, ja, ich glaube, ich hole mir das Modell nochmal, damit ich mir einen Maliceptor bauen kann, weil der sieht jetzt echt ziemlich gut aus. Ich habe auch schon gelesen, dass es jetzt Maliceptor Spam als Liste gibt, irgendwie, weil der so gut sein soll. Also, ja. Genau, Pyrovorn gibt es immer noch, den Harus-Bags, Toxotrophen, Zoantrophen. Toxotrophen haben die widerlichen Sporen als Aura. Befreundete Schwarmflotten innerhalb von 6 Zoll kriegen ein da muss man eins von einer Fernkampfattacke vom Trefferwurf abziehen, wenn man auf sie schießt. Genau, das war das, was ich meinte. Richtig gut. Und dann halt auch so den ganzen toxischen Miasma und ihre Toxinpeitschen und wie das alles heißt. Und, ja. Genau, normale Zoantrophen haben nur einen 4-Plus-Rettungswurf. Also ich hoffe, sie nicht übelst fragil macht, halt sonst haben sie halt 4 Lebenspunkte und Widerstand 5. Genau, Symbionten sind jetzt in Elite und in Sturm sind jetzt Venatoren und Absorberschwärme. Der Parasit von Mortrex und das Morgon. Das Morgon ist jetzt in Sturm irgendwie gekommen, ist ja auch lustig. Und das Trigon ist jetzt auch in Sturm. Also die Sturmsektion ist jetzt auch irgendwie sehr, sehr merkwürdig wieder. Genau wie Mukolitsporn und Sporn. Symbionten sind immer noch relativ gut, glaube ich. Die haben jetzt halt dieses auch mit dem Befallknoten, was jetzt auch so ein Ding ist aus dem Symbiontenkult-Kodex, glaube ich, dass die halt das hier auch reinnehmen wollten. Die haben so ein bisschen dieses alte Infiltrieren, dass man sie halt näher am Gegner aufstellen kann, außerhalb seiner Aufstellungszone, aber nicht zu nah am Gegner dran. Und sind, denke ich, immer noch ziemlich gute Nahkampfmonster mit ihren DS-3, Krallen und Klauen, 4 Attacken im Profil, halt aber nur 1 Lebenspunkt. Das ist irgendwie komisch für so eine Elite-Einheit mit einem Lebenspunkt nur. Aber, ja, da hat man dann 5 bis 10 Symbionten. Okay, man kann allerhöchstens 10 Symbionten noch spielen. Ist auch interessant. Muss man mal gucken. Aber die haben ja auch einen Rettungswurf von sich aus. Das ist auch nicht schlecht. Ja. Bei Morgon fand ich sehr witzig. Das hat 16 Attacken im Profil mit Stärke 7 und ja, Schadenswert 1, DS-1. Aber 16 Attacken mit einem Kampfgeschick von 3+ bei vollem Leben. Das ist auch sehr interessant. Aber sein Schrecken aus der Tiefe, die Regel ist ziemlich merkwürdig. Also, aber hat auch die Schlangenbindung abgekriegt. Ich glaube, das ist das Trigon aber schon noch besser mit seinem. Trigon Sensenklaume hat es immer einen Schadenswert von 2 und einem DS von -3. Also das ist, denke ich mal, auf jeden Fall viel besser im Nahkampf. Und es hat immer noch 14 Attacken. Biovoren und die Sporenmin finde ich sehr lustig. Die machen halt dann jetzt meistens tödliche Verwundungen und trotzdem noch ein Sporenminenmodell, so wie ich es verstanden habe. Ist nicht schlecht. Und der Carnifex ist halt immer noch so vielseitig. Der kann auch noch die Neuralfresser mit Hirnwürmern. Der kann auch immer noch die Neuralfresser mit Hirnwürmern haben. Und den kannst du halt so vielseitig machen. Das ist schon ziemlich cool. Hat witzigerweise noch eine Stärke von 6. Das ist sehr merkwürdig, finde ich, weil früher hatte er echt eine Stärke von 9 im Profil immer gehabt. So, weil er dann halt so die Abrissbestie schlechthin war. Aber das haben sie jetzt irgendwie geändert. Und dann gibt es noch extra den Kreischerkiller und den Dornrücken, die halt so ein bisschen noch ihre eigenen Sonderregeln haben. Entsetzlich zum Beispiel oder bösartiger Jäger. Und man kann sie immer noch als Rotte spielen mit bis zu 3 Modellen. Auch nicht schlecht. Schwarmwachen haben sie, glaube ich, einen Ticken schwächer gemacht. Ich glaube, die Harpunkanone, ja, die ist nur noch Stärke 6, der ist -2, aber schwer 3 und immer noch so, dass man auf Sachen schießen kann, die man nicht sieht und dass dann nichts von Deckung profitiert wird. Also gegen Attacken mit dieser Waffe profitiert das Ziel nicht von leichter Deckung. Das ist auch sehr interessant. Tyrannofax, glaube ich, immer noch ein ziemlich gutes Modell. Würde ich auch gerne mal ausprobieren, was der so reißen kann. Vor allem mit den Bohrkäfern, erst mit Sturm 30. Ah ja, die Bohrkäferschleuder finde ich so krass. Ist jetzt Stärke 5, DS-1. Also die ist nicht so wie früher mit Stärke 4, sondern jetzt hat sie Stärke 5. Das finde ich sehr, sehr krass. Dass sie einen Space Marine auf 4+, auf 3+ verwundet. Das ist so, wow, okay. Würde ich echt gerne mal gucken, was das jetzt ausmacht so im Spiel. Das klingt schon echt gut. Genau, Flieger gibt es auch immer noch. Die Schwarmdrude und Harpie. Flieger habe ich jetzt so das Gefühl, sind nicht mehr ganz so imbar wie früher. Sie, klar, sind auch schlechter zu treffen, aber es ist im Grunde dasselbe wie beim Lictor oder mit dem Toxotrophen. Die finde ich jetzt leider nicht so besonders. Also früher fand ich die viel besser. Genau. Ja. Und dann die Punktwerte, wo ich immer noch gerne mit arbeite. Also mit Macht hat man schon am Anfang so ein bisschen mal was gemacht. Um so bei den Anfangsspielen das dann zu machen. Das war dann schon nicht schlecht, aber
Das einzig war es immer noch Punkte und dafür benutze ich auch immer noch Battlescribe als App und das macht einem das auch schön einfach. Ja, uff. Okay, das war jetzt, wie gesagt, meine ersten Gedanken jetzt zu dem Kodex. Ich hoffe, ihr konntet schon ein bisschen was davon mitnehmen, so von mir als Tyranniden-Veteran, der jetzt halt versucht, in der neunten Edition da wieder ein bisschen mehr reinzukommen. Und wie gesagt, ich mache noch ein Video, wo ich dann eine Liste auch vorstelle, die ich gemacht habe, auch mit den Modellen und auch dann genauer mit den Regeln, wie ich mir das gedacht habe. Und da gehen wir dann auf gewisse Details noch genauer ein. Wenn euch das gefallen hat, lasst gerne ein Like da, kommentiert gerne, wenn ich irgendwas, vor allem wenn ich irgendwas falsch gesagt habe, sowas. Also es ist jetzt echt nur so ein grober Einblick gewesen erstmal. Ja, abonniert gerne, wenn ihr dann meine weiteren Turnier-Videos oder einfach meine Magic, Yu-Gi-Oh! Pokémon-Videos sehen wollt. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.